Alles begann mit Vera. Sie war damals 5 Jahre, wollte gerne einmal hören und sehen, was die anderen sahen. Vera bedeutet Glaube, Zuversicht, Vertrauen. Es sagt aus, was wir hier machen, nämlich Lebenslust aufbauen. Schon seit vielen Jahren wird geholfen, so viel man kann. Doch gibt's so schnell kein Ende, weil es in Tschernobyl begann. Die Opfer der Katastrophe, die längst vergangen scheint, sind die Kinder, die nichts hören, aber keines davon weint. Sie packen ihre Taschen, haben jedoch kein Gepäck. Alles, was sie haben, ist Hoffnung, dass man sieht, was in ihnen steckt. Sie sind noch kleine Kinder, aber müssen schon groß sein. Sie frieren jeden Winter, manche können nicht mehr heim. Wurden taub verstoßen, der Gesellschaft fehlt der Platz. Doch auf diese kleinen Kinder wartet im Nebel ein großer Schatz. Sie fahren immer wieder nach Nordfriesland und ans Meer. Dort ist es nicht gefährlich, sie kommen gerne wieder her. Kind sein, lachen, spielen sie am Strand, genießen den warmen Sonnenschein und das schöne nordfriesische Land. Das Ziel dieser Reise gehört nicht Erholung pur. Es geht auch um die Weise, was zu spüren, das man noch nicht erfuhr. Menschen, die sie umsorgen, denen man gerne vertraut und ein offenes Ohr borgen, wenn man es einmal braucht. Wir wünschen es uns sehnlichst, dass es noch lange weitergeht und dass viele Menschen merken, dass es hier um sehr viel geht. Denn es geht um diese Kinder, die uns endlich vertrauen, Glaube und Zuversicht zeigen in das, was wir für sie aufbauen.